Jawoll! Nice. Sieht er hier den richtigen Bogen aus. Das sieht doch geil aus, wie so eine SWAT-Einheit. Hallo, meine Jungs, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dizzy vs. Dinos zusammen mit dem Herr I-Doppel-Z-I. Hallo, Leute, ich bin mit unserem Dumbatz gerade hier jetzt angekommen. Mit dem Dumbo Dumbatz, Leute, ja. Ihr seht, ich hab hier mal was vorbereitet, ne? Ich hab was hier in meiner Hand, Leute. Wir haben ja mal was gefunden und heute zahlt es sich aus. Ich bin ein bisschen sauer, ein bisschen saurer Unterton. Ihr schwingt hier ein bisschen in meiner Stimme. Wir sind beide ein bisschen sauer, sag ich mal so, ne? Aber Izzy, wir haben ja mal unsere blaue Slingshot gefunden, ja? Ja. Und ich muss echt sagen, Dumbo, was du letzte Folge gemacht hast, war nicht in Ordnung. Hast du das verstanden? Das gibt ja einen auf die Mütze, gibt's das. Hast du verstanden? Da flitschen mir die Steine gegen dich. Da musst du gar nicht so komisch gucken oder so, okay? Du Arsch! Mann! Echt richtiger Doofmann! Oh Gott, der Arme, Alter! Aber ehrlich gesagt, hört sich das voll sweet an, wenn so eine kleine Slingshot dagegen ballert. Das juckt den irgendwie gar nicht. Das kitzelt ihn vielleicht wenigstens. Ja. Doof, guck mal auf sein Leben, da passiert nichts. Ich habe ihn auch geboxt und so, da passiert gar nichts. Ja, aber weil schon die Feier aus ist. Ja, das auch noch. Trotzdem, Alter. Was soll das? Mann, Dumbo! Egal, jetzt ist er auf jeden Fall wieder hier. Komm mit, Izzy, wir nehmen mich nicht hier. Ich pack dich, ne? Oh Gott, bin voll unter Wasser gewesen. Okay, bin da, hallo. So, da bist du. Der Dumbo ist auch wieder hier. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Und wir haben in der vorletzten Folge das Artefakt hier auf der Devora gefunden. Found at the bottom of a pit on the island where Predators Rain. Ja, ist ja auch genauso easy. Auf einer Insel, wo die Raubtiere regieren, auf der waren wir ja. Und da haben wir uns durchgeschlagen. Wegen. Einmal nochmal von hinten drauf. Mussten wir uns da richtig krass durchschlagen, Leute. Mussten einen Floß bauen, um von der Insel wieder runterzukommen. Aber wir haben es geschafft. Wir sind wieder hier. Und deswegen tue ich hier mal hier oben ganz geschwind die letzte Trophäe, die wir bekommen haben, hier in den Schrank rein. Das heißt, wir haben alle 6 Artefakte haben wir, Leute. Artefakt of the Clever, Artefakt of the Hunter, Artefakt of the Pack, Artefakt of the Skylord, Artefakt of the Massive und Artefakt of the Devora. Alles ist hier, alles mit Erinnerung verbunden, Izzy. Wer hätte das für möglich gehalten, Dena, dass wir das alles zusammenbekommen, dass wir das alles schaffen, vor allen Dingen nach den ersten Höhlen, da gab es ja echt ziemlich Probleme. Ja, und da ist die letzte Höhle eigentlich schon fast problemlos abgelaufen. Naja, wobei naja, auch im Vergleich halt. Ein bisschen strange war. Wir haben es auf jeden Fall geschafft und mit denen können wir jetzt die Broodmother beschwören, Izzy. Wir brauchen noch ein paar mehr Sachen dafür, aber die haben wir, können wir easy besorgen. Ich glaube, wir brauchen Megalodon-Teeth und sowas, wir brauchen ein, wir brauchen von dem Bronto so eine Klaue und wir brauchen von T-Rex so einen Arm. Also sowas müssen wir irgendwie alles noch einmal haben. Aber das sollten wir entweder schon irgendwo in irgendwelchen Kisten haben oder können wir uns schnell holen. Und jetzt. Schön, da können wir auch mal zusammensammeln, was wir da alles haben. Das können wir ja dann vielleicht auch in die Kiste mit den Artefakten tun. Das wäre gar nicht schlecht. Drin haben. Und dann können wir nämlich bald mit die Broodmother angehen. Jetzt wäre aber erstmal das Wichtige, Izzy, wir brauchen, dass wir uns die neue Rüstung machen, damit wir auch wirklich top gerüstet sind, falls wir irgendwie da abfallen beim Kampf gegen die Broodmother. Und das ist die sogenannte SWAT-Rüstung, Leute, Riot Gear. Und das ist sozusagen, wir haben im Moment die lange Zeit beste Rüstung im Spiel, aber durch ein Update kam dann letztens mal eine neue Rüstung raus. Das ist ja sozusagen so eine Mittelalter-Rüstung und wir bekommen jetzt so eine moderne Rüstung. Und die kostet ziemlich viel Polymer, Izzy. Das heißt, wir müssen, und ein paar Perlen, das heißt, wir müssen nochmal ins Schneebiom, aber wir müssen nicht zu unserem Haus, würde ich sagen, sondern wir können zu diesem Vorsprung, der näher ist, da wo wir Money gezähmt haben. Da würde ich sagen, sollten wir mal hin. Davor rüsten wir uns am besten nochmal kurz aus, dass wir wieder die wichtigsten Sachen haben, ne? Ja, so, unser Werkzeug wieder. Genau, Werkzeug ist wichtig. Bogen und so können wir eigentlich schon mitnehmen, das ist ja eigentlich immer ganz praktisch. Bisschen Wasser packen wir uns wieder ein. Medical Brew, ey, gut, dass wir so viel gemacht haben, die haben wir wirklich fast komplett verbraucht. Stimmt, ne, genauso wie die Harpunen, ey. Beeren und so kannst du aber wegtun, wenn du genug Fleisch hast, was du mitnehmen kannst. Und dann würde ich sagen, schwingen wir uns direkt, Lassen wir uns nicht lange aufhalten, Izzy, sondern schwingen wir uns direkt dann mal auf den... Lassen wir uns nicht lumpen, ne? Genau, und dann schwingen wir uns direkt rauf auf die Dinos. Okay, ich habe jetzt übrigens, wir haben ja noch die blaue Metal Pick und die Metal Axe. Ja, ich habe auch, zumindest eine blaue Pick. Die Hatchet habe ich gerade irgendwie eine andere genommen. Hopp, hallo. Okay, da habe ich jetzt gerade aus dem Dumbo genommen. Okay, ich habe jetzt Fleisch, also von mir aus kannst du losgehen.
Wird nur noch eben kurz. Ich hol mir auch nochmal die blaue Pickaxe. Kannst du einmal Fleisch holen? Für mich auch noch? Ja, kann ich machen. Das wäre super duper toll. Haben wir nicht hier auch noch eine blaue gehabt? Glaub fast nicht. Na gut, dann nehme ich eine normale halt im Zweifel. Hast du die einzige blaue hier rausgenommen, Izzy, oder was? Normal. Immerhin eine grüne ist noch da, aber. Da Dinger ist mit ja. den Dödels? Ja, mit den Dödels mit den Petris liegen wir, ja. Ja, meine ich ja, ne? Ah, hier unten war noch einer. Das sind alles Dödels. Fleisch liegt hinter dir. Dankeschön. Hallo. Weil Fleisch brauchen wir auf jeden Fall ordentlich viel, wenn wir da jetzt hingehen nochmal ins Schneebiom. Da wird es ja auch gar nicht so wenig kalt werden wahrscheinlich. Da müssen wir dann immer schnell rein und raus auf jeden Fall. Guck mal, wie doof doof ist. Wie doof ist doof denn? Ja, immer noch genauso doof wie vorher auch. Oh ja, Leute, doof ist immer noch am Start. Und dreht ein bisschen seine Kreise rund um die Fische, ne? Das ist unser Doof. Was ist eigentlich mit ihm? Guck mal, und bei Dick passiert das nicht. Der hat es auch mal gemacht, aber nur kurz. Dann wurde es ihm halt zu doof. Und dann jetzt ist er wieder irgendwo anders unterwegs. Während Doof wirklich die ganze Zeit nur hier unten unterwegs ist. Hey, was machst du denn? Nicht zu doof. Okay, ist noch ein ungezähmter Biber. Oh ja? 112. Boah, krank! Das ist echt ein richtiger Zerstörer. Alter! Den müssen wir eigentlich mal packen und da hinten reintun. Aber der wird ja nicht, weglaufen. Den können wir ja frei rumlaufen lassen. Der soll es nett haben hier. Aber wir müssen hier mal das Kibbel können wir ja machen aus unserem Gehege da hinten, weißt du? Wenn die da schon Eier gelegt haben, dann können wir das Kibbel da holen. Und einer von denen läuft, warum auch immer, frei herum. Ich glaube, sogar zwei frei herum. Ja, zwei, aber warum? Komisch. Müssen wir mal. Aber Izzy, wir müssen echt los. Wir verschwenden jetzt zu viel Zeit. Findest, sind auch keine Eier. Findest ich weiß halt nicht, wo Piet und Petri gerade sind. Ich suche die schon die ganze Zeit. Oh, oh. Da hinten ist einer. Okay, wenn du einen hast, dann kannst du ja schon mal hochfliegen und gucken, wo der andere ist. Da, ich sehe auch einen. Okay. Hm, sehr gut. Die sind nämlich so weit weg hier. Wenn die alle rumlaufen, sind die echt schwer zu finden. Ja, ich glaube, Piet und Petri sollten wir als Haupt drei Tiere nicht unbedingt immer auf Rendering lassen. Ja, und den Dumbo vielleicht auch nicht irgendwie so. Ja. Okay, ja, aber nur, weil er so doof ist. Ja, okay, dann schwarzer Strand ist hier, dann müssen wir hier raus circa, ne? ein bisschen weiter links dann so. Ja, perfekt. Nice. Okay. Nice. Nicey. Also wir brauchen jetzt hauptsächlich Polymer, ne? Ja, müssen ganz viele kleine Pinguine töten. Oh, und falls wir sehen, müssen wir ein paar Perlen mitnehmen, weil ich weiß nicht, wie viele Perlen wir haben, Izzy. Ich glaube, wir haben noch einige, aber ich weiß nicht, wie viele. Das heißt, ja, nicht so viele, aber sollten da an der Oberfläche Perlen sein, dann sollten wir die definitiv gleich mitnehmen. Und dann können wir uns die beste Rüstung im ganzen kompletten Ark spielen. Geilo, können wir uns maken. Geilo. Das hört sich gut an. Da freue ich mich drauf. Ich finde es auch cool, einfach nochmal so einen kleinen neuen Look irgendwie. So, ja, der Helm ist auch richtig geil. Für den Helm brauchen wir auch ein bisschen Crystal. Aber was haben wir, glaube ich, noch? Brauchen wir, glaube ich, jeweils 35 Crystal oder sowas. Oh, ich muss schon landen. Der Helm, und da hast du so einen richtig so einen Riot-Helm, weißt du, wie bei so einer. Wie von so einer Spezialeinheit, weißt du? Mhm. Mit so einer Glasscheibe vor. Und Perlen und so können wir sowieso gut noch mitnehmen. Auch einfach generell für noch ein bisschen mehr Glas und so weiter. Ja, also kann man immer mal wieder mitnehmen. Aber die Frage ist ja, machen wir dann ein Lookbook zusammen? Ja, das sollten wir eigentlich machen, oder? Das ist schon ein bisschen eine Musikunterlegung und so. Musik drunter, ja. Da ist ein T-Rex. Ja. Ein Alpha-T-Rex. Was? Alpha-T-Rex? Wo? Hier links. Oh, krank. Lauf hier schnell weiter, dass wir hier einfach, vielleicht können wir trotzdem hier ein bisschen farmen, bevor der hier hinkommt, okay? Hier so. Guck kurz, was für ein Level der ist. Er ist, kann ich nicht sehen, weil ja, pass bloß auf, dass er dich nicht fokus. Level 16, okay. Komm trotzdem hier nicht, dass er uns fokus. Weiß nicht, ob er das nicht schon tut, oder? Der rastet sich. Ja, jetzt, aus. Wenn du da hingeflogen bist, wahrscheinlich. Nee, bin ich nicht. Nee, der fokus ist nicht. Wo bist denn du? Hier auf der Insel halt, wo Pinguine sind. Und stell sie sofort, wenn du gelandet bist, auf nicht mehr Rendering, sonst kriegen wir ein Problem. Der Insel, wo Pinguine. Hier, du bist hier rechts, die kleine Halbinsel. Wo wir Money gezähmt haben. Rechts. Ach, da bist du. Ja, ich weiß nicht, wer die Insel, aber ich hab dich nicht gefunden. So. Hier sind, Achtung, kommt Skorpion. Ja, dann müssen wir erstmal einen Skorpion töten. Und noch ein. Ja, lass auf die Dinos rauf. Säbelzahntiger. Wow. Mein Petri! Bleib hier, Petri! Mein Petri kämpft. Ja, wir machen das ja alles ist ein kaputt. Krieger. Alle schnell kaputt, Mann. Wir müssen uns echt beeilen wegen der Kälte, sonst haben wir noch andere Probleme. Petri, zerstöre ihn! Ich mach's schon. Wahrscheinlich wäre schnell, wenn wir absteigen würden, aber. Ja, hab ich gemacht. Sehr gut. So. Dann sag ich mal, dass er landen soll, dass er nicht mehr folgen soll, ja. Ja, hab ich gemacht. Aber er wendert noch. Ach, der ist auch Wendering, deswegen ist er auch abgehauen. Ja, das hab ich ja gesagt am Anfang, bevor du hingekommen bist. Eine Minute vorher hab ich dir gesagt.
Ja, ich höre dir doch nicht zu. Ja, gut, schon gedacht, ne? Bleib stehen, Piet! So, pass auf, die Pingus halt, hauen jetzt halt alle ab. Hä? Ich will einfach nur nicht, dass mein Piet abhaut, aber ich kann es nicht verhindern. Steig ab. Hör auf! So, jetzt muss es gehen. Geh ein bisschen schnell weiterfliegen. Ich gehe ja schnell rauf, wir sind keine mehr. Hier vorne sind noch mehr Pingus. Okay. Aber pass auf, dass du immer dein Dino hier schön in der Nähe hast. Weil wenn Wölfe kommen oder so, müssen wir da direkt sozusagen los. Okay. Wir brauchen richtig viel Polymer, Izzy. Und mir ist jetzt schon, ich kriege jetzt schon Schaden durch die Kälte. Deswegen müssen sie echt sehr effektiv sein, okay? Oh, hier sind Pearls. Ja, nehme ich direkt mit, aber ich komme. Pearls? Direkt am Strand? Ja, hatte ich gerade. Hier sind richtig viele Pearls im Wasser. Ah, okay. Habe ich noch nicht gesehen. Ja, wo? Hier auch noch? Ja. Ah, hier vorne sehe ich gleich was glitzern. Ah, ja. Hier direkt. Aber vorne sind auch Megalodons, glaube ich. Ja, aber die kommen eigentlich nicht hier, wo es so flach ist. Wasser ist mir gar nicht zu kalt. Nee, mir auch nicht. Sehr gut. Oh, ich muss aber essen. So. Was kriege ich Schaden wegen kein Essen. So. Jetzt soll es wieder gehen. Ja, Pearls. Perfekt. Dann haben wir hier die paar Pearls. Hatte ich gesagt, brauchen viele Pearls? Ja, ne? Ich glaube, wir brauchen schon viele Pearls, aber... Ich weiß, das ist ja eigentlich perfekt. Schon ganz viele. Aber ich glaub, so ich 100... Ich habe ja schon über 100. Echt? Krass, gut. Hier sind aber auch noch voll viele. Ich nehme auch noch welche mit. Ja, so viel wir bekommen können, das brauchen wir für viele Endgame-Sachen. Also brauchen wir bestimmt auch noch in Zukunft häufiger. Da vorne ist nur ein kleiner Itchy. Hä, was ist das für ein fetter Fisch? Ne, das ist ein... Das ist Öl. Ein ja, das sah ein bisschen komisch aus hier, ne? Echt krass, ich habe jetzt aber hier gerade auch keine, Boah, voll viele Trilobites. Hallo, Itchy, Mitchy. Voll krass, es ist zu kalt, sobald man ins Wasser geht, nicht mehr. Ja, aber auch nur manchen Stellen. Manche Stellen ist mir wieder kalt. Mir ist nirgendwo bislang im Wasser kalt gewesen. So, richtig viele Trilobites. Ja, ich komme jetzt auch wieder hier raus aus dem... Alter. Mir ist komplett voll viele Itchies. Ich habe 83 Pearls. Ich 107. Also wenn ich hier gerade nochmal gucke im Browser, wie viel das alles kostet. 25 Perlen zum Beispiel für den Helm. Für Chestpiece braucht man... 40, dann brauchen wir schon pro Person wahrscheinlich über 100, ne? Okay. Ja, wir werden aber auch gleich... Wir müssen ja, eben, lass erstmal weiter, sonst wegen der Kälte auch. Hier im Wasser ist hier noch irgendwas, hier vorne. Oh, bin ich gerade mit Piet geflogen? Können sein. Okay. Hier sind wir Anker am Start. So, Wölfe sind die Gott sei Dank gerade nicht, ne? Und der Alpha T-Rex, der ist auch immer noch wahrscheinlich da hinten am Wüten, ne? Also ich sehe den keineswegs hier. Da hier. Drüben sind, den können wir aber uns mehr, aber merken, ne? Zum Aufleveln, den Alpha T-Rex. Den sollten wir eigentlich schaffen können, wenn wir zum Beispiel mit der Kommissarin hier hingehen und mit dem Spino. Ja, stimmt. Davon sind auch viele Pinguine, ne? Ja, ich sammle noch hier zwei Perlenvorkommen ein. Kann man auch direkt Crystal holen. Ja, perfekt. Boah, dann pack schon mal ein bisschen Crystal gut. Ein. Hier ist gerade richtig gut. Ja, dann pack schon mal Crystal ein. Ich komme jetzt direkt zu dir. So. Okay. Bist du noch nicht mehr auf der Halbinsel, sondern auf der anderen Seite oder wo bist du? Genau auf der anderen Seite hier gegenüber. Ah, ich glaube. Nee, ich sehe ja nur einen Adler. Oh, da kommt ein Raptor. Schaffst du es? Ich sehe auch einen T-Rex hinten irgendwo. One-Shot, der eine Raptor. Ach ja, ich sehe dich. One-Shot, der zweite Raptor. Boah, das ist so geil, ey. Ich liebe diesen Bogen. Okay. So, hier hinten sind welche. Den machen wir kaputt. Hier, Baby-Kirakus da. Die sind perfekt für unser Polymer. Ey, oh Gott, immer hauen die, immer fliegen. Die Babys fliegen halt immer weg. Die flitschen so weg, ne? Hier liegt einer. So. Und hier hat auch genau das Schneebiom auf. Da hinten ist wieder ein Rex. Oh, da oben ist ein Alpha Kano, Izzy. Alter, so viele Alpha-Tiere hier. Oh, wir müssen hier unbedingt hin zum Leveln. Gut. Das Polymer, das spoilt halt wieder so schnell. Da muss man echt gucken, dass man das eher tendenziell vielleicht sogar mehr zum Schluss macht. Und Crystal, ja, das stimmt. Der wiegt halt super viel. Ja, aber Crystal brauchen wir auch nicht so viel. Crystal brauchen wir nur für den Helm. Und Crystal haben wir auch noch ein bisschen. Also Crystal ist echt nur so ein bisschen was mitnehmen, das reicht dann schon. Okay. Also wir brauchen Crystal für den... Oh, ich hab Mina, glaube ich, zu Hause gelassen, Mann. Für den Helm braucht man Crystal 35, das heißt, wir brauchen 70 Crystal insgesamt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch ordentlich was zu Hause haben. Mila, ich vermisse dich. Okay, du bist hier. Wo ist denn dein Flugdino? Ah, noch da hinten? Hä? Okay. Kannst du ihn mir kurz holen? Ja, also... Warte, dann fliege ich gerade mit Piet. Kommt der oder... Hä? Ja, hey, so der kommt irgendwie nicht. Ah, jetzt. Ja, jetzt kommt er hier. Bin auch schon hier vorne hier. Hm.
Dankeschön. Okay, hier ist gerade keiner. Können schon mal weiter wieder. Okay. Warum muss die ganze Zeit hier so viel essen? Happy, happy. Ah, ich bin zu schwer schon. Shit. Okay. Sollen wir tauschen die Dinos oder? Warum bin ich so schwer? Hast du viel Crystal oder so? Bisschen Holz habe ich drin. So viel Crystal ist auch nicht. Eigentlich ist gar nichts schwer. Ich habe 28 Crystal, 24 Steine habe ich dabei gehabt. Ich habe noch eine, ich habe zwei Crossbows halt, die halt jeweils 10 wiegen. Was ist denn drin im Piet? Petri. Ja, da ist noch ein. Da ist noch ein Sattel drin, ja. 20er. Willst du den Sattel rausnehmen? Ja, dann, ja, okay. Okay, und dann, ja, jetzt geht's wieder. Jetzt nur noch Polymer, okay, kein Crystal mehr. Okay. Weil eigentlich sollten wir Crystal genug haben. Ich hab jetzt knapp vor Hälfte Leben. Ja, ich auch. Ich bin beim, sozusagen beim mittleren Strich. Lass uns noch ein bisschen hier gerade ausfliegen. Ich glaube, hier kommt gleich nochmal eine Ecke, wo wir ein bisschen was haben können. Und dann nur noch hier ein paar abschlachten und dann gehen wir wieder nach Hause, okay? Okay. Reicht es dann? Ja, im Notfall können wir selbst ja Polymer machen. Brauchen wir nur Obsidian das haben wir gleich noch ein bisschen. Und wir brauchen Cementing Paste Stein, und da haben wir noch voll viel. Ja, aber Cementing Paste brauchen wir noch. Und das haben hier sind wir noch richtig viele Pinguine. Wo? Geradeaus? Hier oben. Siehst du mich? Wo, nein? Bist du auf dem Wasser? Rechts hoch, ja, rechts hoch, die Küste hoch. Ja. Küste hoch und an der Küste? Ja, andersrum, komplett wieder zurück. Okay. So, und jetzt hier, siehst du mich? Ja, hier. Ja. Und die sind hier, guck. Die ganze kleine Familie. Okay, vor allem nur wegen dem Adler. Ja, den können wir eigentlich töten. Müssen wir denen doch hier einen Headshot geben können. Okay. Ja, sehr gut. Okay, dann machen wir die Familie kaputt. Alles klar, dann zerstören wir die Familie. Wir brauchen euer Polymer, Leute, was soll's? Können wir nichts machen, tut mir leid. Entschuldigung. Hätte jetzt auch nicht so gewollt, aber hey. Okay, dann machen wir die Familie kaputt. So, Familienverhältnis zerstört. Wie Polymer hast du? Ich hab 10, 20, 30, 40, 50, 60. 10, 20, 30, 32 nur. Oh fuck, was? Warte, hier sind nochmal. Nee. Ne, ich hab irgendwie nicht so. Ich mach immer mit der Pike kaputt, ne? Ich hab das Gefühl, es gibt irgendwie mehr als, weil ich habe auch letztes Mal immer viel mehr gesammelt als du. Okay. So. Weil das reicht noch lange nicht. Dann müssen wir weiter, ne? Hier brauchen wir auch, glaube ich, nicht weiter rumlaufen. Ja, aber ich glaube, wir können nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt nach Hause wegen der Kälte. Ja, dann lass uns los, schnell. Ja, lass einmal noch rauf, wenn wir noch irgendwo ein Minispot ist, dann lass ihn noch kurz einmal absteigen. Ich hab halt nur noch den unteren Strich, ne? Ja, ich bin auch fast beim oberen Strich, da sollten wir eigentlich keine. Lass uns das eigentlich nicht provozieren, so wie nee. Lass hier so zurückfliegen, so. Wir laufen hier zurück. Wir fliegen hier zurück. Gucken noch auf den Boden, wenn irgendwas zu sehen ist, dann hol ich ihn noch schnell, ansonsten lassen wir es. Hier sind super viele Wölfe, super viele T-Rexe. Ja. Und ich hab super wenig Leben. Ja. Joa. Kann man, glaube ich, so festhalten. Ja, ja, ich sehe auch so. Nee, ich glaube auch, hier ist nichts mehr. Das ist der Alpha-Rex. Das ist der Normal-Rex. Da oben war irgendwo der Alpha. Da oben siehst du das rot glimmern so ganz leicht vom Alpha-Kano. Hier rechts muss irgendwo der Alpha-Rex sein. Da vorne geht da total Rampage. Alter Schwede. Okay. Hallo, ich bin hier unten. Ja, seh dich. Aber den sollten wir auf jeden Fall packen. Mit dem neuen Quetz oder so. Wenn wir ein Level 116er Quetz haben, können wir den so als Battle Quetz machen. Und dann können wir. Der Battle Quetz. Also dann können wir mit dem den erstmal sozusagen down bekommen. So vom Leben her, dass er nur noch wenig hat. Und dann finishen wir mit unserem Bogen, mit unserem Compound Bow. Und da sind wir wieder hier beim Paradies, Leute, ungefähr. Aber ich glaube, wo ist der rote Airdrop? Hier. Ach, im Paradies ist sie. Im Paradies ist ein Airdrop. Mhm. Wir hatten aber mal einen richtig geilen Airdrop im Paradies, wo wir, glaube ich, TPS damals hatten. Das war echt so ein Fortschritt. Das war, glaube ich, mit das einzige Mal, wo ein Airdrop richtig geil war. Und was ist hier drin? Ein... Ja gut, also ich meine, immerhin ist es mal was Besonderes so ein bisschen, aber wir können es nicht gebrauchen. Es ist ein blauer, normaler Bronto-Saddle, kein Plattform-Saddle. Okay. Aber immerhin ist es mal was, weißt du? Was man theoretisch umsetzen könnte. Ja.
Für PvE wäre es halt, für PvP wäre es halt nicht schlecht, aber selbst dann würde man eher ein Bronto Plattform Saddle brauchen. Aber trotzdem, immerhin mal irgendwas. Wir sind auf jeden Fall zurück im Paradies. Ihr seht, ich bin ja fast verreckt noch an der Kälte mal wieder. Ja. Aber wir haben auf jeden Fall auch nicht Polyma da und das spoilt auch schon das erste in 4 Minuten. Das heißt, lass uns das sofort in die Schmitzel packen. In Fabricator, bitte. Und ich bin zu langsam wegen dem Bronto Saddle. Wegen dem bin ich ultra. Fabricator ultra oder Schmitzel? Langsam. Fabricator, ne? Fabricator, bitte. Okay. So, da kannst du alles reinpacken. Und tu mal bitte alle Perlen rein und Crystal. Okay. Und schalte ihn an, das gute Ding. So, und dann, ich lerne schon mal das Ganze hier. Riot. Hier, Leute, Riot Legends. Oh, was muss ich dafür machen? Ich muss erst Genie Legends lernen. So. Ah, wir haben noch ein paar Crystal und ein paar Perlen hier oben drin. So, und jetzt brauche ich Riot. Riot Shield, oh, das können wir auch nochmal machen irgendwann. So. Okay, habe ich schon mal das gelernt. Alles hier rein von. Gerade die ersten paar. So, Armor, Riot. So, machen wir erstmal die teuersten. Riot Chest, please. Craft 2. Okay, die werden direkt gemacht. Tun wir nochmal mehr Polymer rein. Und gleich mal gucken, was sozusagen der nächste Rohstoff ist, der uns fehlt. Ich glaube, Metall. Haben wir noch Metall irgendwas über? Aus der Smithy, kannst du mal kurz Metall rüberholen? Ne, brauchen kein Metall. Perlen. Perlen hatte ich aber noch welche. Ich hatte auch noch Perlen. Kann mal gucken, ob oben dann kann ich jetzt zwei. Ich könnte nur eine Pants noch machen. Ah, ne, wir haben noch Perlen. Okay. Polymer, ne, Polymer fehlt. 44, Polymer können wir uns auch noch machen, ne? Ja, dann müssen wir uns wahrscheinlich Polymer Obsidian machen. Obsidian und Cementing Pants. Also, du hast kein Polymer mehr, auch nicht in deinen Dinos. Nee. Ach krass, dann ist Polymer sauschnell weg gewesen, was wir gefarmt haben. Ja, wir haben nur noch ganz wenig Polymer, okay. Aber trotzdem für ein bisschen was und das Ding hält ja auch noch hier kurz. Gut, dann können wir gerade sogar schon mal ausmachen. Boah, wir haben voll viele Perlen noch. Wir können aber auch noch ganz gut Cementing Paste machen, weil wir mittlerweile wieder viel Chitin-Keratin haben. Ja, und wir haben noch Cementing Paste auch in König Wilhelm. Und in König Wilhelm haben wir auch noch so viel, stimmt. Wo ist König Wilhelm denn? Hier unten. Der hüpft durchs Paradies. Der hat nämlich auch noch ordentlich... Der hatte eigentlich noch ordentlich was. Und ich kann nicht auf ihn reiten, weil ich viel zu schwer bin. Aber ich kann eigentlich Sachen aus ihm rausnehmen. Hier, der hat noch 100, 200, 252 Cementing Paste. Easy hatte der. Sehr gut. Und damit können wir dann zusammen mit Obsidian. Und der hat ultra viel Chitin auch, weißt du? Das ist halt voll die Maschine, weil er bekommt ja Cementing Paste. Und er bekommt auch irgendwie Chitin, wenn er die Insekten alle frisst. Okay. Das ist einfach absolut die kranke Maschine, wenn was Cementing Paste angeht. Also gut, dass wir König Wilhelm haben. Und umso trauriger, dass wir Aschenputtel nicht mehr haben. Ah, natürlich ist auch das menschlich stimmt. Und tierisch ist ein großer Verlust, König. Menschlich und tierisch, ja. Dass Aschenputtel weg ist, das ist natürlich nicht die Frage. So, Cementing Paste müssen wir einfach nur reintun, dann brauchen wir Obsidian, glaube ich, ne? Ja, haben wir schon ganz viel, habe ich ihn gerade reingepackt. Dann nochmal an hier. Ja, wir können 100 plus Polymer machen. 132 Polymer. Instant. Wir haben noch richtig viel Cementing Paste auch in der Schmitzel gehabt hier. Ah, kannst du auch noch machen. Ja. Ich mache hier auch nochmal aus dem Chitin und Keratin manchmal neue. Ein bisschen was. Okay, dann wird das jetzt gemacht. Dann können wir direkt gleich wieder zu Armor übergehen. Leute, was fehlt mir denn hier noch für die erste Rüstung? Eins. Schuhe brauche ich noch. Die Hose habe ich. Hände habe ich. Boah, war voll der Soundbug. Riot. So, ich brauche auf jeden Fall noch die Schüchen. Und dann brauche ich noch den Helm. Und für den Helm brauche ich noch nur noch ein bisschen Pullover. Okay, gleich. Das erste Set ist gleich schon fertig. Und vom zweiten Set haben wir auch schon einige Teile. Nice, was fehlt denn dafür noch? Polymer. Und Polymer mache ich gerade. Ich glaube, ich mache auch schon genug Polymer. Also 108. Müsste eigentlich nämlich schon fast reichen, 108 oder? Polymer ist in the making. Nice. Aber, ist halt noch nicht fertig. Noch zwei Polymer. Kann ich das eigentlich canceln? Wenn du die Rohstoffe rausnimmst, glaube ich, die dafür gebraucht werden. Okay, dann probiere ich mal. Was das brauche ich, wird am meisten dafür gebraucht. Hier ist Cementing Paste. Cementing Paste habe ich rausgenommen. Ah, hier ist noch ein Cementing Paste. Ah, ne, ist Gunpowder gewesen. Wo ist Cementing Paste? Ganz unten. Ha! Jawohl, jetzt habe ich es rausgenommen. So, okay. Kann auch wieder alles rein. Dann kann ich hier nämlich noch direkt einmal den... Ich könnte noch mehr Cementing Paste machen. Brauchen wir noch mehr? Ah, ne, wir brauchen noch mehr Cementing. Wir brauchen immer noch ein bisschen Polymer.
Wie bitte? Ich könnte noch mehr Cementing Paste machen. Ja, mach das. Okay. So, das sollte an Polymer, glaube ich, ausreichen. Und dann kann ich gleich auch schon den Helm machen. Und dann kann ich mir ja mal komplett hier anziehen. Ihr seht, bin ich schon gespannt, wie das aussieht, ne? So einen kleinen Haul wollten wir eigentlich dann machen. Lookbook. Ne, ja. Lookblock. 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 Ein Lookblock. Ein Looky-Blooky-Ducky. Okay. Ich glaube, jetzt fehlt uns dann sonst noch ein bisschen Stein und noch mehr Cementing Paste zu machen. Gleich ist das fertig, Leute. Und dann haben wir es geschafft. Ich tue mal kurz mal den Bronto-Cell und die Flitsche mal nach oben. Dass alles wieder schön sortiert ist. Wir werden es wahrscheinlich hier eigentlich nicht gebrauchen. Aber ich meine, auch bei der Flitsche dachten wir, werden sie nicht gebrauchen. Und dann hat sie sich auch bewährt für den Dumbo, ne? Um ihm mal eine kleine Lektion zu erteilen. Ja, die Flitsche auf jeden Fall, ja. Die blaue Flitsche. Richtig schön gegen den Kopf gepfeffert. So. Okay, ist noch mehr Cementing Paste jetzt drin, auf jeden Fall. Dann kann ich gleich machen. Ja, Cementing Paste hatte ich auch schon genug, aber man kann nie genug haben. Armor, Riot, Helm kann gemacht werden. Perfekt. Und danach dann bitte nochmal einfach nur Polymer, tausendfach. Sehr gut. Und der Helm ist gleich fertig. Jawohl. Okay, Izzy. Bist du bereit für das? Aber hast du schon zwei? Nee, oder? Nee, das dauert noch bis in den zweiten. Das dauert noch, bis der ganze Polymer fertig ist. Aber hast du das Polymer bist du bereit, Izzy? Ich glaube. Ja, die Pose ist auf jeden Fall schon mal gut, die du da eingenommen hast. Würde ich auch sagen, dass man auch ein bisschen sehen kann. Ich nehme dazu nämlich noch den Compound, wo ich glaube, der passt ganz gut. Und dann würde ich mal sagen, ne, erstmal hier so, Izzy. Oh ja, die neue Rüstung gefällt mir. So. Oh ja, die ist gut. Einmal hier so. Und pass auf, jetzt kommt die neue Rüstung, Izzy. Zack, zack, zack. Yo. Zack. Und... Schein, kannst du mir schnell ein Schüchchen bringen? Wo sind die? Im drin noch, oder nicht? Fabricator? Ja, ja, schau mal, ob das Schüchchen sind. Ja, ja, da sind die Schüchchen. Ja. Wo? Neben dir unten. Oh, fuck. Oh, Mann, ich wollte genauso stehen bleiben. So, und? Kannst du das andere einsammeln, dass er nicht so blöde liegt? Und Schüchchen an. Und? Jawoll! Nice. Sieht er hier den richtigen crazy Bogen aus. Das sieht doch geil aus, oder? Das ist so eine SWAT-Einheit, ey. Aha. Ist die geil? Ich würde sagen, die ist sehr, sehr geil. Sieht schon gefährlich aus. Ob ich die richtig geil finden soll, weiß ich noch nicht. Die müssen die, glaube ich, noch färben, Izzy. Dann wird sie noch geiler ausschauen. Stimmt. Wenn wir die färben noch... Ist sogar noch Farbe drin. Farbe da? Ja. Ich glaube, so rot-schwarz würde richtig geil aussehen da. Haben wir noch richtig viel von am Spitz. Okay, was machen wir schwarz, was machen wir rot? So Akzente würde ich sagen wieder rot und Rest schwarz, ne? Aber Leute, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus hier. Mit unserer neuen Riot-Rüstung, die beste im Spiel, das Ganze. Und wir werden hier noch ein bisschen einfärben, vielleicht bis zur nächsten Folge. Schauen wir uns das Ganze mal an. Polymer haben wir jetzt ja auch gleich hier schon fertig, beziehungsweise ist, glaube ich, schon fast fertig hier. Ich dachte mir auch so, machen wir jetzt einen Cut Polymer an der Stelle, so einen Dump-Cut. Dann kriegt ihr sie auch noch eine Rüstung. Färben wir das Ganze cool. ein bisschen ein. Und cool. Dann sind wir bald, würde ich mal sagen, ready für die Brutemother, oder Izzy? Brutemother, yes, Brutemother. Vielen Dank euch fürs Zuschauen, meine lieben Jungs. Heute Smash Down, falls euch gefallen hat. Morgen geht's weiter um 18 Uhr auf dem Kanal von Izzy. Link zum in der Beschreibung. Und was waren das für Geräusche? Ja.